Okay, ich habe gerade einen kurzen Schnitt gemacht, weil ich mit meinem Vater übers Abendessen geredet habe. Es gibt Hackbraten. Und zwar nicht aus normalem Hack, sondern aus Dammwildhack. Für die, die nicht wissen, was Dammwild ist, Hirsch, Reh, sowas in die Richtung. Dammwild halt. Es ist halt was Eigenes. Es ist kein Reh, es ist kein Hirsch. Es ist halt Dammwild. So. Ich bin aus Versehen unten in die Tür reingegangen, während ich mich mit meinem Vater unterhalten habe. Und da spricht auf einmal die Frau mit mir: Oh nein, ich muss gleich auf Sendung gehen, aber meine kleine Tina ist noch nicht wieder zurück. Ich habe sie gefunden. Oh, Mami! Mami, Mami, Mami! Ah, oh, Tina, Liebchen, du Schmacht! Mami! Tina! Ah, ich bin ja so froh, dass dich zu sehen. Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Du warst plötzlich verschwunden in den Mixer. Entschuldige, Mami, ich bin nur kurz aus dem Zimmer gegangen und da habe ich nicht zurückgefunden. Dieser Junge hat mir geholfen. Yeah, ich bin cool. Ich bin von Grund auf sozial. Ich habe einem kleinen Mädchen geholfen. Das ist aber sehr freundlich von dir. Vielen Dank. Wie jetzt? Kriege ich was? Ich will was dafür haben, du Schlampe. Herzlichen Dank noch einmal. Nimm dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Sanftglocke. Das hat sich ja richtig gelohnt. Was macht eine Sanftglocke? Besänftigt und fördert Sympathie. Ich glaube, das ist ganz gut bei Krypto-Pokémon, die ich erlösen will. Und verhindert, glaube ich, auch, dass sie in extrem Selbsthass-Emo-Modus gehen. So, was willst du, du? Okay, das ist eine kleine Bibliothek, ein Archiv, whatever. Und was geht hier für eine krass schnelle Scheiße ab? Eine krass schnelle Scheiße. Was? Ja, ich darf hier nichts ohne Genehmigung anfassen. Ich hab dich berührt, hä? Was willst du tun? Alter, spack dich weg, ich will das aufmachen. Horst, ey. Fällt mir gerade ein, ich habe Hugo schon die ganze Zeit nicht mehr gesehen. Ich weiß nicht, wo Hugo ist. Okay, hier ist ein verschlossener Eingang. Schade. Oh, okay. Ich bin vom Byte beauftragt worden, niemanden hereinzulassen. Er arbeitet gerade. Wie bitte? Du kommst vom Pokémon-Hauptlabor, aber trotzdem kann ich dich nicht durchlassen. Dann bekomme ich Ärger. Malte, haben wir Besuch? Cool, der heißt Malte. Endlich mal ein halbwegs normaler Name. Oh, Byte, dieser Junge sagt, er sei vom Krypto-Hauptlabor. Ich dachte, der Typ da drin arbeitet. Was willst du? Ja, das stimmt. Ich habe schon auf ihn gewartet. Lass ihn doch bitte herein. Oh, aber sicher doch, ich schicke ihn hinein. Dankeschön, Spacko. Aber ich gehe erstmal eiskalt an dir vorbei, um zu gucken, ob hier irgendwas ist. Ist nicht. Okay, rein mit mir. Rein mit mir, vor allen Dingen so. Wow. Ups. Ja, Moderatorenschluck. Und in den Mülleimer gucken. Ups. In den Mülleimer gucken. Mit Hiwi sprechen. Man nennt mich Watt. Schön, dich kennenzulernen. Byte ist dort drüben. Ihr habt so richtig kreative Namen. Habt ihr vielleicht die gleiche verkorkste Mutter? Schrägstrich Vater? Hallo, ich hab dich schon erwartet. Bist du Stumpo? Du bist Stumpo, stimmt's. Ich bin Byte. Super. Und das hier ist Watt. Er ist mein Freund, ein unverzichtbarer Arbeitskollege obendrein. Mahaha. Sehr erfreut. Wir haben das mit Professor Klein gehört und du bist ja spektakuläre Rettungsaktionen hingelegt. Ich weiß, ich bin gut. Das ist richtig. Was? Bla. Unwichtig. Ich gebe dir die CD-ROM. Ah. Ja, ich weiß, er hat sowas schon einmal entschlüsseln müssen. Das habe ich gesehen bei Shadow Souls, Pokémon Colosseum LP. Da hat er auch so eine lustige CD-ROM, wo alle Daten drauf gelöscht waren, entschlüsselt und alle Daten wiederhergestellt. Ja, okay, ich muss so lange warten. Hey Lenny, ich habe da eine Idee. Okay. Okay, Grant wird gerade an einem der Puckplätze interviewt. Aha. Super. Oh, cool, ich darf jetzt Grant besuchen. Supi, ich darf Grant besuchen. Oh, nein, 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 nein. Ich will dir nicht meine Skype-ID geben. Scheiße, jetzt hat er meine Skype-ID. Verdammte Scheiße. Doofe Axt, ey. Er ist am Wüstenplatz. Na, wo ist der Wüstenplatz? Da ist der Wüstenplatz. Da darf ich gleich hin. Du, ich darf da hin. La 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 da da.
Ja, ich weiß alles über Poképlätze, natürlich. Sowas von. Ich weiß Bescheid. Nicht. Doch, ich glaube, da kann man wilde Pokémon fangen. Eine begrenzte Variabilität an Pokémon. Ich glaube, ich muss gleich erstmal einen Schnitt machen, weil ich habe jetzt fast... Ne, ich habe schon über eine Stunde aufgenommen. Das wird bestimmt asynchron. Ich will noch aus diesem Gebäude raus. Jupp. Ich darf noch ein bisschen in die Richtung laufen. Subidi-Budi. Dubidi-Boo. Subidi-Boo. Nee, ich darf noch eine Cutscene machen. Okay, okay. Hey, 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 findest du mir? Findest du euch auch? Nein, um es mir bekannt. Ja, schon klar. Du weißt, du bist ein Unkraut, die Ohren langziehen. Du machst mir zwar keine Sorgen. Ich hab den Bot an Peinchen angehalten. Mit diesem Portal ist immer, wo er gerade aufhält. Wenn du es mit deiner Riesenfinde blicken lässt. Das muss man dir lassen, gar nicht dumm. Hä, Pün? Außer hätten wir eine E-Mail. Oh, ist das der Boss? Mal sehen, also kommt sofort zurück. So ein Mist, so ein Streitabgabessen zurückkommen. Pö, so viel zum Radar, es bringt uns, wenn du uns per E-Mail anschnauzt. Man muss ein Leben kommentiert sein. Sorry, aber die beiden Typen sind einfach nur beschränkt, deswegen spreche ich die so. Ich fänd's cool. Ich speichere jetzt ab. Entschuldigung, ich musste kurz meine Stimme ein bisschen bla machen. Und das war Let's Play Pokémon XD Dunkler Sturm. Ich bin Starboss 100 und ich freue mich schon aufs nächste Mal, wo ich wieder Let's Playen kann und aufnehmen kann und Pokémon XD. Und ich renne jetzt erstmal den ganzen Mist und lade das ganze Scheiß hoch. Und wenn ihr das jetzt hört, ist der ganze Scheiß ja schon hochgeladen. Deswegen es keinen Sinn macht, dass ich es sage. Also bis zum nächsten Mal.